Hallo Freunde des Galium Sports. Grüß euch, hier ist euer Virus. Yes! Ha, neues Abwechseln, neues Glück, jawohl, so geht das. Und jetzt, wenn ich es auch schon doof aussprechen tue, ja meine Fresse. Ein dickes kleines Paket. Ich weiß, was da drin ist. Ich hoffe es zumindest. Das sind auf jeden Fall keine Schuhe. Das ist ja ganz doch ein bisschen zu klein, ja. Gut, Kameramann. Haha, fail. Okay, dann machen wir jetzt das mal auf. Ich wollte jetzt eigentlich weiter zack auspacken, machen und tun und dann machen wir dann einmal. Oh, und dann fällt mir dann viel Papier und dann fällt mir das Ding ein. Genau, den habe ich schon länger bei Amazon drin. Walter, wenn er kommt, dann knallt er. Ich weiß nicht, wie sich dieser Messerschärfer macht. Ich habe auch noch jemanden, einen anderen. Moment, so. So, im Vergleich habe ich dann hier noch so ein schnuckeliges kleines Ding, wo du dann durchziehst. Den könntest du an der Wand befestigen, aber der bleibt nicht hängen. Der ist schon zweimal runtergefallen. Ja, da hat man sich doch schon eingekämpft, was ein paar Mal benutzt ist. Wird dann ein bisschen scharf und dann wieder nicht. So, im Vergleich lasse ich den dann mal liegen und den habe ich dann halt von den Farben her. Aber ihr seht ja Küche, blau, schwarz, grün. Nein, alles gut. So, ja, dann packen wir den mal Uls. Ich habe hier ein paar Messerchen, die könnte ich mal schärfen. Die hätten es auf jeden Fall mal wieder nötig. Und wenn ihr auch ein Messer habt zum Schärfen, dann kommt einfach mal vorbei. So, da haben wir das nette Gerät auch. Schlicht und einfach verpackt. Da ist, glaube ich, noch irgendwas drum. So, das ist ein, was ist das? Keramik. So meine ich da unten links steht's. Keramikschärfer. Vom Gewicht her, mehr steht da auch nicht. Ja, schlicht und einfach, halt einfach ein. Hat auch nicht allzu viel gekostet, ob 11 oder 12 € das Ding. Ja, dann packt man das einfach. Ja, gut. Hältst da mit rechts und du ziehst dann mit rechts. Nein, hält das mit links. Mit einmal, da ging's und ziehst dann mit rechts. Ja. Du hast dann ja eine schöne Weiche. Unterdings, dass du das dann auch schön hier wegziehen kannst. Nur das Problem ist, wenn man es runterzieht, man soll ja auch nicht zu fest drücken, dass man mit dem Messer unten auf den Tisch kommt oder irgendwo anders, wo man schneidet, sondern einfach nur ganz leicht durchziehen. Und ich habe dann so ein paar Messerchen, die könnten auch mal wieder ein wenig Schärfe vertragen. Dann kann man auch in der Küche wieder ein bisschen besser schnippeln. Ja, und ich mir wieder in die Finger. Ja, ungeschicktes Fleisch muss weg. So, das mal, ja, ich bin mal gespannt, wie er sich macht, wie das dann so ist. Wir können es ja mal ausprobieren. Moment. Also ich habe jetzt hier mal ein Messerchen. Jetzt biege ich mal den Finger rüber. Das heißt, könnte ich mich schneiden, aber hier vorne ist schon wieder, da ist schon stumpf. Ja gut, wenn ich jetzt etwas fester drücke, dann schneide ich mich, aber man kennt es alleine. Tomatenvergleich mehr oder weniger, bei der Zwiebel kommst du eher durch, aber bei der Tomate ist meistens dann immer ein bisschen zäh. Das ist also kein Papier, das ist dieses Keramik, dieses weiße Zeug hier. Man hört es, man kann es dann halt durchziehen. Das Problem ist, ich kein Kameramann habe, Junge. Also weiß ich jetzt nicht, wie ich das bewerkstelligen kann. Das heißt, ich müsste so machen, so, weißt du, wie so, nee, er bröselt dann also ein bisschen was am Ellenbogen und das fällt dann in den Topf, weißt du, die Krantechnik. ja, nee, so, doch, warte mal. So, warte, vielleicht geht das ja. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie oft man das machen muss, wann sich das eventuell abnutzt. Vielleicht machen wir das ja auch ein bisschen schräg anlegen. Von beiden Seiten, also nicht direkt gerade rein, sondern man kann links und rechts. So, das brauche ich, dass man beide Seiten. Aber da ist man ja ewig dran. Ich habe sowas wie gesagt noch nie gemacht, noch nie Messer geschärft. Das ist für mich jetzt das erste Mal. Natürlich wird das hinter Abnutzung haben, da sieht das nicht mehr aus wie neu. Von dem Preislichen her ist das einfach was. Jo. Aber es hört sich zu schnell ein paar Durchsätze, aber es klingt ja mittlerweile gar nicht mal schlecht. Mittlerweile zieht er gut durch. Machen, wenn man am Pennen ist, ne? Da sehe ich dann aber auch einen ganzen Wald platt heute Nacht. Du. Hört sich gut an. So. Ja. Ich gehe mal mit dem Finger drüber.
Und merkst auf jeden Fall, alter Verwalter. Aber noch ein bisschen was zu tun. Das könnte jetzt noch ein bisschen werden. Da noch ein paar andere Messer. Ach Gott, das mache ich mal nebenbei, wenn ich am Kochen bin, glaube ich. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ende. So, ja, wenn euch das Video gefallen hat, danke fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten tut beim nächsten Video. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like da und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht was Tolles draus. Macht's gut. Tschüssi.